Hallo zusammen. Jetzt ist der Advent vorbei und Weihnachten steht unmittelbar bevor. Worauf haben wir uns denn vorbereitet in diesem Advent? Es ist alles so anders, ne? Wir merken es. Wir können uns nur im kleinen Kreis treffen an Weihnachten. Viele Begegnungen werden nicht sein und jetzt sind auch noch die Gottesdienste abgesagt, auf die manche sich vielleicht gefreut haben. Wofür denn jetzt die ganze Vorbereitung? Was ist das für ein Weihnachten? Das meiste Äußere an Weihnachten, so schön das ist, ist dies ja nicht möglich. Ich denke, die Chance steckt darin, dass es uns auf uns selbst zurückwirft, auf die andere Seite von Weihnachten, nämlich die Seite Weihnachtens in uns, in dir selber. Weihnachten ist ja nicht einfach ein Rückblick. Wir feiern nicht einfach die Geburt Christi vor 2000 Jahren, damals in Israel, sondern wir feiern genauso zugleich etwas, was heute hier bei uns vor Ort in mir und in dir stattfinden will. Unsere christliche Überlieferung sagt, Gott möchte auch in dir geboren werden. Geboren, klar, nicht jetzt körperlich, wie ein Kind geboren wird, aber die Geburt Jesu, die steht ja dafür, dass Gott in unsere Wirklichkeit kommt, ja, dass der nicht irgendwo weit weg ist, ab und zu vielleicht mal eingreift, sondern dass er das hier durchdringt und dass er das mit uns teilt. Ganz konkret in Jesus, aber da wird etwas erfahrbar und will auf uns überspringen, was dann eben genauso für dich und für mich gilt, dass er eben in dir leben will, dass dir in deinem Herzen eine Lebendigkeit geschenkt wird, dass durch dich etwas durchstrahlt von ihm und zwar nicht, weil du dich so anstrengst und das so perfekt machst oder sowas, sondern weil das einfach schon in dir drin ist. Diese Geburt findet einfach statt, ja, da beginnt etwas in dir, da darfst du doch vertrauen. Da musst du dich nicht sonderlich anstrengen, sondern das ist einfach da. Ja, und eben dieses Jahr, dieses stille Weihnachten, die Chance, in dich zu gehen und davon eine Ahnung zu bekommen. Ich weiß, dass das nicht leicht ist, ne? Weil wenn wir mal auf Abstand gehen und still werden, dann redet erstmal total viel in uns selber auf uns ein. Irgendwelche Sorgen, irgendwelche Unruhe oder auch das Gefühl von Langeweile. Das ist völlig normal. Trotzdem kann man versuchen, wenn man sich konzentriert, zum Beispiel auf seinem Atem, ruhig zu werden. Und dann kommt so eine leise Ahnung, ja doch, da ist was in uns, da ist was in dir. Da ist etwas, was mehr ist als ein Gefühl. Das ist irgendwie so eine Anwesenheit. Ja, das ist das. Gott kommt in dir zur Welt. Sein gutes Wort, der sagt, ich nehme dich an, so wie du bist, und du bist dir geschenkt, du bist dieser Welt geschenkt. Ja, das sagt er dir ganz tief in deinem Herzen. Da kommt etwas zur Welt. Und dann kommt etwas durch dich in die Welt, weil diese Liebe, die du da ahnst, die strahlt durch dich durch. Das schenkst du weiter. Das ist das eigentliche Wunder von Weihnachten, ja, also was nicht nur damals in Bethlehem in dieser Höhle, ne, der Stall war ja eine Höhle, die Geburtsgrotte kann man heute noch sehen, stattfand, sondern auch in deiner inneren Höhle, also in dir selber, in deinem Inneren kommt diese göttliche Liebe zur Welt und will durch dich durchstrahlen. Also, die Situation ist, wie sie ist, können wir nichts dran ändern, aber jede Situation bietet eine Chance und deshalb für uns die Chance in diesem Jahr, diese innere Seite von Weihnachten tiefer zu entdecken, den eigentlichen Ort von Weihnachten in dir, ja, und das dann wieder von Mensch zu Mensch zu teilen. Das ist das eigentlich, was uns geschenkt wird. Vielleicht fallen ja auch ein paar Weihnachtsgeschenke dieses Jahr weg, aber dieses Supergeschenk, was in dir geschieht, das kann dir keiner nehmen. Das ist da. Ich wünsche euch allen, dass ihr das entdeckt. Ich auch. Ich muss mich immer wieder neu dazu aufmachen, aber es lohnt sich. In dem Sinne allen gesegnete Weihnachten und auch alles Gute dann fürs neue Jahr. Tschüss zusammen.